Everything you said, we already knew, more or less. Well, here's something that you didn't know. Two of those special atomic bombs haven't gone off. Einen wunderschönen guten Morgen aus Alice Springs. Ja genau, ihr habt richtig gehört, wir sind schon im Zentrum von Australien und wir sind jetzt die letzten 5 Tage von Derby nach Alice Springs gefahren. Das sind 2600 Kilometer gewesen. Wir haben nicht gefilmt, weil die Strecke, also die Hälfte der Strecke kannten wir halt schon und die andere Strecke von Caswell bis nach Alice Springs, die ist so langweilig. Da gab es jetzt noch so Thermal Pools, da waren wir einmal baden in Mataranka. Das Wasser ist da richtig klar, so wirklich glasklar, so glasklares Wasser haben wir noch nie gesehen. Das war richtig schön, aber sonst gibt es wirklich fast nichts zu sehen. Es gibt hier noch so 2 Kleinigkeiten. Diejenigen, die uns auf Instagram folgen, die haben es wahrscheinlich schon mitbekommen. Der Start lief nicht ganz so toll ab. Ihr könnt uns übrigens auch auf Instagram folgen. Wir sind da jetzt wieder ganz aktiv und Marie macht richtig gute Stories. Und ja, also wir sind aus Derby losgefahren. Also dazu muss man noch sagen, dass wir in Derby alles reparieren haben lassen. Wir haben einen Service gemacht und alles, was anfiel, wurde repariert. Und das hat fast $3000 gekostet. Und deswegen dachten wir eigentlich, ja, wir fahren jetzt los, werden keine Probleme haben. Also wir sind 300 Kilometer gefahren, waren zwischen Fitzroy Crossing und Halls Creek. Und nachdem wir den Ort Fitzroy verlassen haben, nach den ersten 100 Kilometern ist einfach unser Auto ausgegangen. Es war so, ich war hinter einem Roadtrain, musste vom Gas runtergehen, weil ich den nicht überholen konnte. Die sind ja so 60 Meter lang, das ging nicht so einfach. Und auf einmal ging das Auto aus. Ich hatte so eine Angst in dem Moment, oder wir beide. Das war echt eine beschissene Situation. Ich habe dann versucht, sofort das Auto wieder zu starten. Das hat leider nicht geklappt. Und dann waren wir echt verzweifelt, weil wir dachten, ja, scheiße, 40 Grad draußen, kein Auto fährt hier lang, wir müssen bestimmt abgeschleppt werden, das kostet sehr, sehr viel Geld. Ja, und dann haben wir ein paar Minuten gewartet, ich habe dann einfach nochmal versucht, das Auto zu starten, das hat dann zum Glück geklappt. Und wir haben es dann irgendwie bis nach Halls Creek geschafft, also in den nächsten Ort, das waren auch wieder so 100 Kilometer. Und das Auto ist aber immer wieder, wenn ich vom Gas runtergegangen bin, ausgegangen. Naja, wir sind dann irgendwie zur nächsten Werkstatt gekommen, also ohne irgendwie einen Unfall zu bauen, da sind wir sehr glücklich drüber. Und die haben dann relativ schnell festgestellt, dass es die Benzinpumpe war, dass die immer zu heiß geworden ist oder dass da ein Leak drin war. Ja, und das haben wir jetzt repariert. Das hat nochmal $500 gekostet, wir mussten im Hotel schlafen, das hat dann auch nochmal $120 gekostet. Also so haben wir uns den Start natürlich nicht vorgestellt. Ja, und dann sind wir weitergefahren. Dann mussten wir auch das erste Mal wieder im Auto schlafen. Und bei 30 Grad Außentemperatur um 0 Uhr ist das gar nicht so einfach, wie wir uns das vorgestellt hatten. Also es war extrem heiß, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir haben so geschwitzt, wir sind ungefähr um 9 ins Bett gegangen, haben die ganze Zeit geschwitzt, also ununterbrochen, das hat einfach nicht aufgehört. Also ihr müsst dazu wissen, wir haben immer beide Fenster offen, aber haben so ein Netz, sodass keine Insekten reinkommen können. Aber man hat immer schon diese Mücken summen hören von draußen. Und durch diese Netze kommt leider nicht so viel Luft, also war sehr stickig und heiß drin und wir haben halt die ganze Zeit geschwitzt. Und dann irgendwann um 1 Uhr oder so haben wir gesagt, ja scheiß drauf, wir machen jetzt alle Fenster auf und machen die Netze ab. Das haben wir dann auch gemacht, dann kam richtig frische Luft rein. Das hat zwar nicht ganz so viel gebracht, aber es war wesentlich angenehmer. Allerdings kamen dann auch die ganzen Mücken rein. Und am nächsten Morgen waren wir einfach so krass zerstochen. Wir konnten auch nicht wirklich schlafen wegen den Mücken, weil man sie auch die ganze Zeit gehört hat und versucht hat zu töten. Also es war, glaube ich, unsere schlimmste Nacht, die wir bisher hatten. Ja, und jetzt sind wir aktuell in Alice Springs. Von der Stadt hatten wir bisher eigentlich nur Schlechtes gehört. Also dass die Aborigines sehr unfreundlich sein sollen, dass sie schon viele Backpacker-Autos kaputt gemacht haben. Also wir sind jetzt schon 2 Tage hier und uns gefällt die Stadt sehr gut. Also hier gibt es so einen Aussichtspunkt, da kann man die Stadt von oben sehen, die sieht eigentlich sehr schön aus. Übrigens hat Alice Springs 24.000 Einwohner, das ist sehr, sehr viel. Also damit hätten wir gar nicht gerechnet, wir dachten, das wäre ein bisschen weniger. Und hat alle Geschäfte, die man wirklich zum Überleben braucht. Super modern, ganz viele Autohäuser. Harvey Norman, das ist sowas ähnliches wie Mediamarkt. Dann ganz viele Supermärkte. Ein super Mexikaner, da waren wir gestern essen. Also wirklich, die Stadt hat uns richtig gut gefallen. Ich habe ja gerade gesagt, im Auto haben wir es nicht ausgehalten. Deswegen haben wir uns dazu entschieden, immer in Cabins zu schlafen, auf Campingplätzen. Und das hat immer so $100 gekostet. Also eigentlich wollten wir ins Hostel,
weil die eigentlich ja günstiger sein sollten. Dann haben wir aber vorher im Hostel angefragt, hat dann genauso viel gekostet wie so eine Cabin auf dem Campingplatz. Und dann haben wir gesagt, nee, wir schlafen jetzt erstmal nur noch in Cabins oder in Hotels. Und jetzt haben wir auch hier in Alice Springs wieder im Hotel geschlafen für 2 Tage. Das tat ziemlich gut. Und wir beide wollen uns heute so einen kleinen Kindheitstraum erfüllen. Also wenn man so an Australien denkt, dann denkt man ja mal an Kängurus, vielleicht auch an das Lied Down Under und noch an ein paar andere Kleinigkeiten. Und auf jeden Fall denkt man auch an den Uluru. Und genau den wollen wir uns heute angucken. Und das Wetter spielt heute auch mit. Die Maximaltemperatur liegt heute nur bei 33 Grad, nicht so wie die letzten Tage bei 40 Grad. Und in der Nacht soll es halt relativ kühl sein, nur so 20 Grad. Und das heißt für uns, dass wir wahrscheinlich im Auto schlafen können. Und darauf freuen wir uns schon. Und dazu muss man noch sagen, hier in Alice Springs ist Sprit relativ günstig. Also wir benutzen immer diese eine App. Und da kann man sehen, dass Sprit überall 1,50 kostet. Und bei einer einzigen Tankstelle kostet es einfach nur 1,40. Das ist ein Unterschied von mehr als 10 Cent. Und das ist richtig krass. Da haben wir jetzt unsere 4 Kanister voll gemacht, haben nochmal vollgetankt. Und beim Uluru zum Vergleich kostet es einfach 2 Dollar. Also das heißt für uns, dass wir wahrscheinlich dort nicht tanken müssen und halt 60 Cent sparen pro Liter. Und das ist eine Menge Geld. Also jetzt erstmal 4,5 Stunden Auto fahren. Also ihr habt ja gerade die ganzen Aufnahmen gesehen, so sieht das Outback ungefähr aus. Bevor wir nach Australien gekommen sind, haben wir eigentlich gedacht, dass das Outback halt komplett rot ist und alles neben der Straße halt komplett rot ist und alles nur Wüste ist. Und es war dafür halt ziemlich grün, das habt ihr ja gerade gesehen. Und ja, wir sind jetzt 4,5 Stunden gefahren oder 5, ich weiß gerade gar nicht so genau, und sind jetzt nur 10 Kilometer vom Ice Rock entfernt und da vorne ist er auch schon. Also direkt hinter mir. Da müsste man ihn sehen. Also sieht einzigartig und wunderschön aus. Und dort fahren wir jetzt hin und da sehen wir uns dann gleich wieder. Beide angekommen, haben beide pro Person 25 Euro, Dollar bezahlt. Ist ein bisschen teuer, finden wir, aber man ist ja hier wahrscheinlich nur einmal im Leben. Deswegen haben wir das jetzt einfach bezahlt. Wir haben ja gerade voll das Fliegenproblem schon wieder. Ja, das wussten wir auch schon vorher. Ja, deswegen haben wir Netze dabei, die wir uns gleich ummachen werden. Die haben wir übrigens noch von unserem ersten Farmjob. Das ist das Einzige, was wir behalten haben. Ja. Also diese Netze, seht ihr gleich auch noch in Action, weil diese Fliegen nerven dann jetzt schon. Hier ist es sehr windig und kühl, das ist sehr gut gerade. Es ist nicht kühl, aber es ist kühler als in den letzten Tagen. Genau. Und wir haben jetzt ungefähr 34 Grad. Und der Stein hat uns schon von Weitem echt beeindruckt. Also es ist was anderes. Wir haben den ja schon so oft auf Bildern gesehen und dachten, ja super, es ist ein Stein, wird uns nicht beeindrucken. Aber wir stehen jetzt gerade vor und es sieht so krass aus. So, wir beide haben jetzt unser Fliegennetz angezogen. Sieht richtig sexy aus. Ja, sieht richtig gut aus, aber es bringt wirklich viel. Und diese Fliegen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Übrigens haben wir jetzt gesehen, das sollte ja eigentlich ab 2018 verboten sein, dass man den Uluru raufklettern darf. Aber es ist auch jetzt schon gesperrt. Also hier vorne wäre jetzt eigentlich der Weg, dass man hier so hochklettern kann. Aber das ist schon geschlossen. Also es liegt vielleicht auch an der Jahreszeit. Aber von hier, also da wäre ich nicht gerne hochgeklettert. Steil aus. Sieht extrem steil aus. Also ich weiß nicht, hier sind bestimmt auch schon ein paar Leute ums Leben gekommen oder haben sich schwer verletzt. Also hier steht es auch nochmal, dass man hier nicht klettern darf. Und anscheinend kann man das hier sind so Scharniere, kann man das anscheinend auf und zuklappen. Und hier links daneben steht von den Aborigines, please don't climb. Also die möchten das auch gar nicht, dass hier auf den Uluru geklettert wird. Denkt bitte immer schön dran, Wasser zu trinken hier in Australien. Also auch wenn wir sagen, es ist nicht ganz so heiß, damit meinen wir nicht ganz so heiß für australische Verhältnisse, es ist trotzdem natürlich noch sauheiß. Thank you.
Ihr habt ja gerade gesehen, wir sind ein bisschen um den Uluru wandern gegangen. Jetzt haben wir uns hier gerade hingesetzt und machen eine kleine Pause. Und genießen die Aussicht. Also es ist ziemlich schattig hier und sehr angenehm. Und man kann sogar einmal um den Uluru drum fahren, das werden wir gleich machen. Und dann werden wir auf der anderen Seite nochmal wandern gehen und uns dort den Uluru nochmal angucken. Also wir sind jetzt doch nicht mehr wandern gegangen, haben den Uluru sozusagen einmal umrundet mit dem Auto und gehen jetzt gerade zum Kultur Center und gucken uns das jetzt nochmal kurz an. Im Kultur Center durfte man jetzt nicht filmen, deswegen konnten wir jetzt nicht zeigen. Aber da lief ein ganz spannender Film, wie die Aborigines den Uluru wieder zurückbekommen haben, also das Land. Wir müssen durch da lang. Also es war sehr spannend. Und für uns heißt es jetzt erstmal zum Freecamp. Also wir sind jetzt doch noch nicht zum Campingplatz gefahren. Wir sind jetzt auf so einem riesen Parkplatz und gucken uns den Sonnenuntergang an. Mit dieser Aussicht. Also wir sind jetzt gerade auf dem Freecamp und wie ihr sehen könnt, seht ihr nichts. Deswegen melden wir uns morgen früh wieder. So sah unser Freecamp gestern aus. Guten Morgen! Guten Morgen! Also wir sind gestern noch ungefähr 70 Kilometer in der Nacht zum Freecamp gefahren, wo wir heute geschlafen haben. Das war keine gute Idee. Also wir haben ja schon öfters mal gesagt, dass man nachts nicht in Australien fahren sollte. Und wir sind fast eine Herde von Kühen reingefahren, die haben wir richtig spät gesehen. Ja, weil wir überholt worden und wir hatten eigentlich die ganze Zeit Fernlicht an. Mit Fernlicht hätte man es gesehen, aber dann mussten wir Fernlicht ausmachen, weil jemand vor uns gefahren ist. Und wegen den 50 Dollar Eintritt. Der Pass gilt für 3 Tage und man kann das sogar verkaufen, also ist nicht auf den Namen ausgeschrieben. Und wir haben jetzt hier auf dem Freecamp gefragt, aber keiner fährt jetzt noch zum Uluru, also können wir sie nicht verkaufen. Aber sonst hätte man sie vielleicht für 30 Dollar, 25 Dollar verkaufen können und dann hätte man nur die Hälfte ausgegeben. Das ist vielleicht ein guter Tipp für euch. Ja, genau. Ja, wir sind gerade noch am Überlegen, ob wir zum Kings Canyon fahren. Wenn ja, also ihr seht es ja, ob wir da gleich hinfahren oder nicht. Und gestern auf dem Parkplatz, als wir uns den Sonnenuntergang angeguckt haben, war übertrieben viel los. Damit hätten wir gar nicht gerechnet. Da waren so viele Autos. Also der ganze Parkplatz war voll. Also es war richtig schön zu sehen, weil der Uluru wird immer dunkler und dann hat er so unterschiedliche Farben. Also es war richtig schön. Und zum Uluru allgemein. Also man kann da jetzt nicht so viel machen. Also man darf da jetzt nicht zu viel erwarten. Aber ihn einfach zu sehen, also in Natur, also in echt, ihn zu sehen, das ist schon echt einmalig. Wir sind jetzt beim Kings Canyon angekommen und hier ist auch relativ viel los, mehr als beim Uluru gestern, als wir nachmittags da waren. Und der Kings Canyon ist vom Uluru ungefähr 300 Kilometer entfernt und von unserem Campingplatz sind wir jetzt 170 Kilometer ungefähr gefahren. Wir beide haben uns wieder mit unseren Fliegennetzen ausgestattet und man muss nochmal erwähnen, dass man hier keinen Eintritt bezahlen musste und man ist hier richtig gut ausgestattet. Also man hat hier vorne sogar kostenloses Wasser, die Toiletten sind in Ordnung und man hat hier sogar Free Wi-Fi. Also das hat man echt selten in den Nationalparks. Ich hatte ja schon gesagt, dass wir ein bisschen Glück haben mit dem Wetter und heute trifft das auch wieder zu. Wir haben es nur 31 Grad und es ist richtig angenehm. Ich wollte mir ja den anderen Walk gehen, sind dann aber diesen Creek Walk gegangen. Und müssten hier jetzt stehen bleiben, weil der Weg erstmal geschlossen ist. Weil hier wohl letztes Jahr beim Unwetter ein Riesenstein runtergefallen ist und die Viewing-Plattform zerstört hat. Ja, und das ist gerade im Hintergrund die Drohne steigen. Und wir machen uns gleich auf den Rückweg von diesem Creek Walk. Und werden dann wahrscheinlich nochmal gucken, ob wir irgendeinen Walk nehmen können, wo wir nochmal nach oben kommen und die Aussicht genießen können.
mittlerweile in Alice Springs angekommen und haben eine richtig lange Autofahrt hinter uns. Wir hatten übrigens eigentlich vor, den Kings Canyon zu skippen. Also eigentlich hatten wir uns überlegt, auch wenn er immer auf unserer Bucketlist stand, dass wir weiterfahren, also dran vorbeifahren und es nicht machen wegen dem Wetter und weil wir eigentlich dafür nicht genug Sprit dabei hatten und Sprit ja extrem teuer hier ist, haben uns dann heute spontan dazu entschieden, das doch zu machen und es hat uns sehr gut gefallen. Nur das Problem war ja, dass manche Wege geschlossen waren. Da haben wir aber übrigens rausgefunden, dass sie nur geschlossen waren aufgrund der Hitze. Also wir waren uns ja nicht sicher, wir dachten, keine Ahnung, Regen oder so. Aber die sind nur bis 11 oder so geöffnet, die meisten Wege. Und dann ist es wohl zu heiß und zu gefährlich für Menschen, deswegen waren sie geschlossen. Also wenn es heißer als 36 Grad wird, werden die Wege immer geschlossen. Den Tag waren es eigentlich nur Höchsttemperatur 34 Grad. Deswegen dachten wir auch, da wird es kein Problem mehr geben. Aber das war der Grund, warum es geschlossen war. Und wenn ihr selber mal zum Kings Canyon fahren wollt und zum Uluru, können wir euch empfehlen, fahrt morgens zum Kings Canyon, abends zum Uluru, guckt euch den Sonnenuntergang an und am nächsten Tag guckt euch den Uluru in Ruhe an. Also hätten wir es wahrscheinlich beim nächsten Mal gemacht. Ja, vor allem weil auch die günstigste Option einfach dieser 3-Tages-Pass ist. Und dann ist es eigentlich zu schade, so wie bei uns, dass man den nur einen Tag nutzt, wenn man die Karte dann nicht verkaufen kann. Genau, und versucht die zu verkaufen, die Karten. Und ja, wie Marie schon gesagt hat, wir sind jetzt wieder in Alice Springs. Sind jetzt 1200 Kilometer die letzten 2 Tage gefahren. Sind ziemlich kaputt. Das ist so krank, wenn man sich das überlegt. Ja. Also einfach so an 2 Tagen. Das stimmt. Also uns würde es jetzt noch interessieren, was verbindet ihr denn mit Australien, wenn ihr an Australien denkt? Bei uns war es jetzt zum Beispiel, sind es Kängurus oder der Uluru. Würde uns auf jeden Fall interessieren. Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Und für uns heißt es jetzt, die nächsten Tage fahren wir zur Ostküste. Das heißt auch nochmal 2500 Kilometer ungefähr fahren. Das wird auch spannend. Ja, wir werden die Strecke ist leider sehr langweilig. Ja, wir werden nach Cairns hochfahren. Ja. Also, hier könnt ihr unseren Kanal abonnieren. Und da kommt ihr zum letzten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.